Hybridpionier Lexus hat in Paris die Weltpremiere des derzeit kleinsten Lexus zu feiern. Der CT200H ist der erste Schritt der Japaner in die Kompaktklasse. Bei seinem ersten öffentlichen Auftritt zieht er entsprechend viele Blicke auf sich. Der Fahrer kann zwischen 4 unterschiedlichen Betriebsmodi wählen. Damit ist der CT200H von besonders sparsam bis besonders sportlich unterwegs. Eine Fahrstufe ermöglicht die völlig emissionslose elektrische Fortbewegung über kurze Strecken. Um Gewicht zu sparen, fertigt Lexus die Motorhaube und die Heckklappe aus leichtem Aluminium. Dies ist der neue Lexus CT200H, der hier in Paris Weltpremiere feiert. Das neue Einstiegsmodell in die Welt der Marke Lexus, der erste Vollhybrid im Premium-Kompaktsegment mit 136 PS und der vollen Praxistauglichkeit eines Kompaktwagens, aber mit einem Verbrauch von nur 3,8 Litern auf 100 Kilometer. Der CT200H kommt im ersten Quartal 2011 auf den Markt. Wir werden noch im Herbst die Preise bekannt geben und freuen uns sehr auf die junge, umweltbewusste Kundschaft, die wir damit ansprechen können. Das Flaggschiff der IS-Baureihe, der ISF, hat ein kleines Update bekommen. Optisch am Tagfahrlicht im Pfeilspitzendesign zu erkennen. Im Innenraum fällt die neue Gestaltung der Instrumente auf. Der Drehzahlmesser ist jetzt wie bei einem Rennauto zentral angeordnet. Unter der Haube geht immer noch der bekannte und wohlklingende 5 Liter V8-Motor seiner Arbeit nach. Beim IS-200D ist das Facelift auch durch das Tagfahrlicht in Pfeilspitzenoptik zu erkennen. Hinzu kommen ein auf 150 PS erstarkter 2,2 Liter Turbodiesel und eine noch umfangreichere Ausstattung.